Heute zum nächsten Brettspiel-Review. Heute ist Coup dran. Ein kleines Spiel zum Mitnehmen für 2 bis 6 Spieler. Eine Runde geht recht schnell, 10 bis 15 Minuten. Es ist ein Bluffspiel. Natürlich, nach einiger Zeit werden diese kurzen Spiele auch ein bisschen fad, aber für ein paar Runden beim Baden oder was auch immer ist es super. Coup spielt in der gleichen Welt wie Resistance. Gibt es mehrere Spieler in dieser Welt. Die Welt von Resistance ist so eine Science-Fiction-dystopische Welt. So, worum geht's bei Coup? Bei Coup gibt es insgesamt 6 Charaktere, wobei 5 davon im Spiel sind. Also 2 davon sind austauschbar. Jeder Spieler bekommt 2 Charaktere und versucht, die Gegner zu töten. Diese 2 Charaktere sind auch gleichzeitig die 2 Lebenspunkte, die man hat. Man versucht, Geld zu akquirieren, das sind die Credits. Wenn man bestimmt viel hat, kann man in seinem Zug jemanden töten und dagegen kann man sie auch nicht wehren. Also einen Charakter von den 2, die ein Spieler hat. Sobald beide Charaktere tot sind, ist der Spieler raus. Dann gibt es noch einen Charakter, den Attentäter, mit dem kann man billiger töten. Allerdings kann die Contessa das verhindern. Dann gibt es noch den Großherzog, mit dem man mehr Geld akquirieren kann, und den Kapitän, mit dem man anderen das Geld klauen kann. Das kann allerdings vom Kapitän verhindert werden oder von einer anderen Rolle, das ist der Inquisitor oder Botschafter, je nachdem mit welchem man von den beiden spielt. Und die beiden haben die Möglichkeiten, die Charaktere auszutauschen, die man hat. So, was ist jetzt das Besondere dran? Diese Charaktere sind verdeckt und keiner weiß, welche Charaktere man hat, also was unter seinen Lebenspunkten steckt. Und man versucht eben zu bluffen. Denn ich kann zwar die Fähigkeit vom Kapitän nutzen, auch wenn ich ihn gar nicht habe, aber wenn wer anderer sagt, na, das glaube ich da nicht, und man wird ertappt, dann verliert man einen Lebenspunkt. Wenn allerdings jemand einen anzweifelt und der hat aber den Charakter wirklich, dann verliert man selbst den Lebenspunkt. Und das ist eigentlich das Ganze, was es bei dem Spiel geht. Also, man versucht zu bluffen, die passenden Charakteren die richtigen Sachen zu machen. Und ja, das ist eigentlich alles. Wie gesagt, es ist ein schnelles Spiel. Man kann schnell mal 4-5 Runden spielen, recht viel länger. Finde ich, dann wird es schon langsam ein bisschen fad. Aber das macht nichts. Man muss es ja nicht ständig spielen. Und man kann super mitnehmen. Ja, das ist Coup. Für Leute, die vielleicht Ohne Furcht und Adel kennen. Ich finde, es ist ein bisschen ähnlich wie Ohne Furcht und Adel, geht aber schneller und dieser ganze Gebäudebauzweig ist eigentlich weg. Ohne Furcht und Adel ist aber auch besonders und auch sehr cool. Coup ist einfach ein bisschen schneller. Ja, das war es zu Coup. Vielleicht hat es für manche das Interesse geweckt. Und ciao und bis zum nächsten Mal.